Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Rennen in der Formel 1, hier zusammen mit mir und dem Jan. Hi! Hi! Und ich habe aufs Wetter geguckt und wir haben echt Glück, angeblich immer noch kein Regen. Kein Regen. Da habe ich ja absolut Angst vor. Ja, ich auch tatsächlich. Das wird nicht so geil. So. Übrigens, Leute, falls ihr mir im Stream am Samstag Tipps gegeben habt, wer den Stream noch nicht gesehen hat, der war auf meinem Kanal rechts und bei mir verlinkt. Wer mir da Tipps gegeben hat, die kann ich heute noch nicht verwenden, denn wir nehmen das hier vor dem Stream auf, dieses Rennen. Nur, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Was sollte man hier irgendwas beachten? Es sind viele Geraden, da kann ich mal erhöhte Spitzengeschwindigkeit machen. Könnte man machen. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Oh, der sagt mir gerade Regen. Echt? Was laberst du, ey? Ja, aber mein Wetterdings hat gerade noch gezeigt. Nein, die Typen, du bist schon rausgefahren, ne? Ja. Die Typen von der Box, bevor ich hier, ich wollte gerade auf Rausfahren drücken, hat er gesagt, in 10 Minuten ist Regen angesagt, in etwa 10 Minuten Regen. Oh, dann muss ich jetzt schnell eine Runde fahren. Ja, es sind ja nur 10 Minuten Quali. Ja, YOLO. Mehr als 10 Minuten gibt's ja gar nicht. Also, sobald Regen kommt, sind wir eigentlich fertig. Du fährst auch mit Lila, ne? Aber Lila, ja. Die Strecke kenne ich Leute nicht, leider nicht, Leute. Ich habe eine Testrunde vor der ersten Aufnahme gemacht. Wir haben ja jetzt gerade schon direkt einen Rennen hinter uns. Ja, genau. Das letzte. Und dazwischen haben wir jetzt nicht nochmal eine Testfahrt gemacht, aber ich habe vor der Aufnahme, der letzten Aufnahme, eine Testrunde gemacht und erinnere mich ziemlich gut noch an die Strecke und fahre jetzt das erste Mal im Lenkrad, aber ja, das haut hin. Ja, ich guck mal, ich muss mir jetzt ein bisschen einfahren und dann schauen wir mal. Oh Gott, das ist ja eine richtig krasse Kurve hier. Oh, da geht's schon wieder. Hilfe. Okay, aber das ist eigentlich ganz nice gewesen. Kann man ein bisschen Gas geben hier. So, derjenige überholt, will mich jetzt überholen. Ich will doch nur ein bisschen Abstand zu den anderen NPCs gewinnen. Letztes Rennen war ja echt nicht übel. Wir nehmen jetzt hier drei Rennen hintereinander auf. Das letzte, also jetzt, das ist das zweite und dann nehmen wir danach noch eins auf. Ich bin gespannt, ob wir immer noch so konzentriert dann sind. Aber auf jeden Fall, das letzte Rennen war echt nicht schlecht. Da waren wir beide in den Punkten. Und wer das nicht gesehen hat, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Kann sich das auf jeden Fall mal rechts und mal anschauen. Oh nein, da sind so viele Autos. Du fährst schon gezeigte Runde. Ja, okay, und hier sind so viele Autos. Ich weiß nicht, wann die Strecke endet. Ich sehe da gegenüber viele. Ah, da ist die Box, okay. Fickt euch. Ach du Scheiße, was sind das denn hier für Kurven? Die Bank. Hülkenberg, geh doch von der scheiß Ideallinie, du Spaß. Hier sind aber echt, ich muss gerade ein bisschen bremsen, bevor ich hier jetzt, ich lasse den noch ein bisschen abschauen. Er war auf seiner Outlap und steht auf der Ideallinie rum, dafür wirst du strafversetzt in der echten Formel 1. Heute war ja zur Zeit der Aufnahme das Österreich-Rennen und das ist gestern Vettel auch passiert in der Qualifikation. Da hat er einen blockiert und wurde dafür drei Plätze im Grid nach hinten gesetzt. Krass, okay. Ja, und der Spackus hier. Ich habe gerade kurz ein bisschen gewartet, dass ich... Alter, okay, Runde kaputt, weil langsames Auto. Ich habe gerade ein bisschen gewartet, dass die hier vor mir wegfahren. Ja, ich habe auch gewartet, aber dann sind ganz viele aus der Box rausgefahren. Aber das war ein Problem. Geil. Da konnte ich halt nichts für, also ging halt nichts. Aber dafür habe ich diesen Start nicht gekriegt, also ich hatte keine Geschwindigkeit beim Start. Aber die Kurven finde ich ja richtig kacke vor der Start-Ziel-Geraden. Das ist ja richtig nervig. So direkt vor der Start-Ziel-Geraden, so komische Kurven. Was soll der Scheiß denn? In der Tat. Weil ich habe ja auf erhöhte Spitzengeschwindigkeit hier gestellt jetzt. Und da könnte man halt richtig Gas geben. Wenn man da gut, ne, Geschwindigkeit kriegt. Aber da sind die Kurven zu kacke für. Okay, ich bin mal gespannt, was ich hier für Runden fahre. Ito, ich mache jetzt nochmal eine gezeitete Runde. Also die andere ist ja jetzt nicht gezeitet, weil Marco mich blockiert hat. Aber vor mir ist tatsächlich gerade keiner. Richtig cool. Oh, da bist du. Hi, auf der Map. Ja. Gegenüber. Boah, bitte jetzt keiner vor mir, bitte. Hamilton hat 1,40 gefahren. Komm, 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 vielleicht kann ich das toppen eigentlich schon. Sieht so aus, ne? Jawoll. Das ist die bislang schnellste
richtig gut getoppt eigentlich. Locker easy macht der Mike das. Jetzt fahren wir hier nochmal eine krassere Runde und dann passt die Sache. Weil eigentlich warst nur du vor mir. Hamilton vielleicht noch, kann sein, aber ich glaube nur du. Ah, ich fahre gerade schlechter als meine erste Runde. Also, da war zwar jetzt noch nicht aufhalten, aber oh man, was habe ich da? Habe ich die Kurven irgendwie besser genommen? So. Ja, ich jetzt geht's ins Grüne und zwar deutlich. Ich fahr gerade auch scheiße. Ich bin 14 Sekunden schneller, 16 Sekunden schneller als meine erste Runde. Ja, gut. Bis 15 Minuten gibt es Regen. Ja, vorhin hat er gesagt 10, jetzt 10 bis 15, aber kann sich kann auch nicht entscheiden. Nicht entscheiden. Alter, es war ja richtig synchron. Oh shit, was war das? Also viel besser fahre ich nicht als gerade eben. Wow, richtig spät gebremst in der Kurve jetzt. Zweiter Platz. Zweiter, das ist richtig gut. Welche Runde war das? Ich bin 1,39 tief gefahren. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt um die 1,36 oder so. Aber guck mal. Ich hätte auf jeden Fall schneller fahren. Naja, 37. 1,7. Okay. Ich hätte 1,38 hätte ich schaffen können. Besser fahre ich jetzt nicht, aber das reicht jetzt. Ich fahre jetzt ganz chillig an die Box. Ja, ich auch. Ich mein Benzin wird wahrscheinlich alle gehen. Mein Benzin reicht noch, aber ich fahre gerade nicht schneller als 150. Habe ich nämlich keinen Bock. Und du so? Ja, ich war auch langsam. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin jetzt raus. Okay, das war wirklich irgendwie ein Bug scheinbar oder irgendwas, das die Qualifying-Zeit beim letzten Rennen nicht angezeigt wurde, weil jetzt... Ja, stimmt, bei mir zeigt es jetzt auch an. Zeit. Bei mir zeigt es jetzt auch an, 4 Minuten, stimmt. Fällt mir jetzt auf, weil du sagst. Dann drücken wir nochmal aufs Gas hier auf der Geraden. So lang ist die Gerade zwar gar nicht, aber machen wir trotzdem einfach mal. Kenn ich nix. Erkennt er nichts. Kurven noch ein bisschen schneiden. Kein Problem. ...0,09 Unten hält mein Benzin noch. Meins noch 1,9. Darfst damit perfekt in die Box und keinen Meter weiter. Ich hätte tatsächlich noch eine fahren können, oh, aber ich keinen Bock. 0,01. Fährt man hier in die Box? 0,0, perfekt auf 0,0. Wo fährt man hier in die Box? Hilfe. Bei der zweiten, vorletzten Kurve quasi. Da jetzt, wo du gerade bist, auf der rechten Seite. Einfach hier rechts. Ja, ja, da schon. Einfach. Muss schon, ja, tatsächlich. Aber was ist das denn? Einfach hier rechts lang. Lol. Ja, lol. Stehst du aber da? Ja. Ah, da tragen sie dich gerade rein. Wie schön. Da kommt der Mike. Stehst direkt vor meiner Box. Ja, mal gucken, ob wir erst und zweiter wieder bleiben. Und mal gucken, wie wir das Rennen damit wieder bleiben. Also, achso, ja, jetzt letzt, nur bei dem Ding, letztes ja. Letztes Rennen waren wir ja. Ja, ja, beim Start. Qualifying, ja. Mein Start im letzten Rennen war auf jeden Fall nicht so top. Ja, das stimmt, da hast du direkt einen Platz verloren. Da habe ich direkt einen Platz verloren, zu einer Kurve wiedergeholt, aber... hätte besser sein können, ja. Durchdrehende Reifen und so weiter und so fort und das muss jetzt irgendwie... besser sein, ja. Aber von den Zeiten. Eieieiei. Ich finde das ganz gut, dass ich eigentlich fast immer als erster starte. Habe ich nichts gegen. Das denke ich auch, dass du das gut findest. Valtteri Bottas hat noch keine Zeit gemacht. Ricardo auch noch nicht. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, die NPC-Stärke immer weiter nach oben genau, zu stellen. Genau, das stimmt. Also das geht immer, da müssen wir jetzt irgendwie noch schauen, wenn es jetzt irgendwann zu krass wird oder so weiter. Aber ihr merkt ja, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, also einer den Rand oder so, hier sind ja die Wände auch wieder ganz nah, es geht echt schnell was kaputt. Ja. Und so haben wir die Spannung einfach im Rennen auch da,
dass wenn was passiert, dass man halt trotzdem noch aufholen kann und das ganze Rennen, auch wenn man einen Unfall baut, das dann nicht total, dass man nicht nur hinten rumguckt, sondern da haben wir auf jeden Fall immer Spannung mit dabei, deswegen ist das noch ganz gut. Wir sind ja, auf jeden Fall ich, noch sehr anfällig in der Hinsicht. Naja, wobei, ich manchmal mache ja auch einen Fehler und mich haut's dann raus, also ja. Da ist halt immer ganz gut, dass man da noch einholen kann, ja. So, wie sieht es hier aus? Wie lange geht's noch? Noch 1,20. 1,20, wollen wir das überspringen? 1,20, wo kann man das überspringen? Oder das weiß ich nicht, ja, wir können es rauscutten. Das schon, ja. Okay, bis gleich. So, du bist tatsächlich Zweiter geblieben, ja. Mercedes, Dritter und Vierter. Und wir müssen ja tatsächlich auf Red Bull auch schauen, denn die sind Zweiter in der Konstrukteurliste. Ja, dann Fünfter und Sechster jetzt hier in der Startaufstellung. Kann man sich hier angucken, jetzt auf Rangliste, hier sehen wir es. Red Bull ist Zweiter und Mercedes Erster und wir sind Dritter. Ey, ich hatte schon wieder nicht drauf. Ja. Ich weiß nicht, wo ich da draufdrücken muss. Rangliste. Einfach Fangliste. Ja, die starten halt auch alle hier. Ferrari die ersten beiden, Mercedes die Dritter und Vierter und Red Bull Fünfter und Sechster. Also alle so quasi hintereinander, die hier fighten. Mal lila-rot fahren kann. Ich bin gespannt, was ich jetzt hier machen kann. Das drückt mir wieder weg. Bitte lila-rot, bitte lila-rot. So Leute, ihr könnt es natürlich wieder aus beiden Sichten sehen, das Rennen, auch das Qualifying natürlich auch schon, aber auch das Rennen jetzt. Lila-rot, ja, ist doch super. Einfach hier auf beiden, auf zwei Monitoren öffnen oder halt nebeneinander öffnen, egal wie. Und dann könnt ihr das richtig geil angucken. Vielleicht auch bei einem den Sound ausmachen. Tipptopp, ne? Tipptopp wie immer. Let's go! So, Einführungsrunde. So, lila-rot. Selbst bei der Einführungsrunde gerade schon. Ein Stopp. Okay. Rutschende Reifen gehabt. Ja, ich hatte gerade auch ein bisschen rutschende Reifen. Aber jetzt hier, das war natürlich gerade mit kalten Reifen, jetzt werden hier die Reifen richtig aufgewärmt. Das, es wäre halt echt geil, wenn wir Erster und Zweiter werden. Weil du hast zwar jetzt deine ersten Punkte geholt, aber wir sind halt Dritter in der Konstrukteur. Und es wäre halt geil, wenn wir da wirklich aufholen. Weil wir haben 58 Punkte und Red Bull hat 77 und Mercedes 91. Das ist schon krass. Red Bull können wir dieses Rennen überholen. An Mercedes können wir noch nicht. Naja, also wenn dann wir, außer die beiden fallen aus, dann. Wenn wir dann richtig gut fahren, dann ja, wäre das ganz nice. Ja, aber Mercedes, da ist immer einer dabei. Wenn, wie gesagt, wenn wir erst und zweiter machen würden, dann wären die halt schon mal nur so lala dabei. Ja, ich meine, das sind ja noch so viele Rennen, aber also. Ja, ja, klar, aber wollen natürlich hier direkt den Standpunkt hier, ne, bewahren. Ja, ja. Ja. Ferrari muss ja krass sein in der Meisterschaft. Ja, ich meine, ich bin. Du bist insgesamt aber erster, ne? Zweiter. Hamilton ist ja, 5 Punkte vor mir. Ja. Ich habe ja im allerersten Rennen hatte ich ja einen Crash und bin raus. Ja. Hatte ich gar keine Punkte. Hamilton ist gerade, ist er Zweiter geworden oder? Ja. Er ist immer hinter mir gewesen, glaube ich. Oder nee, er war Dritter. Bottas war Zweiter dieses Mal. Aber er war Zweiter. Warte, nee, beim ersten Mal war der Erste Zweiter und jetzt Dritter. Ja. Erster, Zweiter, Dritter, so war es. Ja, doch, stimmt. So. Aber beim letzten Mal ist er auch vom dritten Platz, vom zwölften Platz gestartet, das ist schon und krass. Jetzt startet er vom Platz 3. Ich habe wieder einen scheiß Mercedes in dem Nacken, ey. Habe ich oft gehabt. Bottas hat mich schon überholt beim letzten Start und jetzt Hamilton ist noch ein Stück weit krasser. Ich habe dich im Nacken, das ist nicht viel besser. Nein, ist alles gut. Ich bin vor allem in. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Okay, puh. Guter Start entscheidet alles. Kein Frühstart machen. Ja, das stimmt. Das ist mir bisher noch nie passiert und ich hoffe, dass es auch nie passiert. Ein guter Start entscheidet. Ja, ja, ich meine hier in Aufnahmen. Ich hoffe, das passiert in den Aufnahmen nicht. Ein guter Start entscheidet schon mal viel. Ah.
War nicht schlecht von mir. Ungefähr gleich gut wir beide. Und ich bin Erster geblieben. Zweiter. Ich wollte eigentlich sagen, vor Mercedes. Ja, du holst mich gerade ein bisschen ein, das ist nicht so geil. Ja. Ich fahre ein bisschen außen in der Kurve. Sonst hätten wir uns jetzt gerammt. Ich hatte krass Windschatten. Hätte ich die Kurve normal genommen, dann hätte ich dich jetzt richtig weggefetzt. Oder du mich, keine Ahnung. Da bist du schon wieder Erster, wie im letzten Rennen. Oh Gott. Hilfe, was machst du? Ganz ruhig. Ich bin über die Abweiser gefahren. Ganz ruhig. Ich kleb schon wieder hinter dir quasi. Oh Gott, ja. Oh Gott! Was denn? Ich werde hier fast drauf. Mach sowas nicht. Ja. Du musst in den Kurven bremsen. Hab ich doch. Ich meinte, ich halte ein bisschen Abstand, das ist mir zu gefährlich. Das ist echt gefährlich. Ich nehme die Kurven riskanter als du. Ich merk das schon, ja. So, hier schön auf der Geraden. Jetzt wollte ich gucken, wie viel Prozent die Reifen haben. Jetzt habe ich weggeklickt. Geil. 27 Runden hier. Nicht ganz so viele wie bei den anderen Rennen. Aber natürlich wieder richtig, richtig viele, die wir uns konzentrieren müssen. Yep. Okay, mein höchstes ist 9%. Geht auf jeden Fall klar. Meins ist 12. Also 9, das ist echt recht wenig. Eigentlich immer mehr. Bist du dran? Nee, ne? Nee, nicht so krass. Also ich bin schon hinter dir. Die anderen haben viel mehr Abstand als ich zu dir. Aber ich kleb nicht an dir. Nee. Nur wegen Windschatten oder so, aber dafür war es nicht nah genug. Nee. Also wie gesagt, das... Junge, du hast das Ding voll weggefetzt, Alter. Das müssen wir aus meiner Sicht sehen, Alter. Das war richtig krank. Also, die anderen haben... Platz 3 hat mehr Abstand zu mir als ich zu dir, aber... Ja, ich habe auf jeden Fall noch genug. Du fährst ein bisschen komisch. Ja, in manchen Kurven... In manchen Kurven rutschst du richtig weg. Ja. Need for Speed. Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Hat's mich gerade die ganze Zeit am Schienbein nebenbei, deswegen ist ein bisschen problematisch. Was machst du nur für Sachen? Und du sprühst die ganze Zeit Funken, das finde ich auch geil. Sprühst sie richtig in meinen Mull. So nah bin ich dann doch nicht. Aber jetzt hast du gerade wieder einen Fehler gemacht, jetzt bin ich fast an deinem Arsch. Ich bin echt richtig nah gerade und du rutschst schon wieder. Ja, warte, ich kann kein Gas geben. Geraden überholen. Oh ich kann kein Gas geben. Ja, mach ich gleich auf der Geraden. Junge, jetzt fährt er schon wieder. Das Hütchen steckt bei dir. Jo, jetzt hast du auch rübergeschleudert zu mir. Ich wollte dir Platz lassen. Ja, ich weiß, passt doch. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay, lass mich. Ja, ich lass dich. Okay. Ich geb Gas. Kriege ich dich? Weiß ich nicht. Wird dir Platz gelassen. Okay, danke. Oh Gott. Jetzt kann ich wieder riskant in die Kurven gehen. Ja. Oh, jetzt hier der Funkensprüher. Echt? Mike, let's play. Wow! Jetzt mache ich die Fehler, die der erste Platz macht, ne? Gerade warst es du, jetzt mach's ich. Hier muss ich echt aufpassen mit den Banden, ja. Den Banden hier vor allem. Als erster Platz macht man anscheinend Fehler. Ja, man ist ja hier Gejagte, ne? Ja, genau. Ist halt einfach so, du hast halt einen dicht hinter dir und so, das kennst du nicht. Das kenn ich nicht, ja. Aber auch, wenn man irgendwie tatsächlich aufholen will oder so. Und auch Fehler. Das stimmt. Außerdem habe ich krasse Schienbeinprobleme. Warum juckt das denn jetzt so? Das ist so dumm. Was denkt es sich, das Schienbein? Es einfach während einem Rennen anfängt zu jucken. So komplett grundlos. So. Richtig geil. Macht Spaß, ne?
Die haben Sicherheitsabstand zu dir und was? Dann sieht's auch gut aus. Das hört sich doch gut an. Wenn wir so weitermachen, hört sich das echt gut an. 4 Sekunden hat Bottas auf mich. 6 zu mir. Und du hast 2 zu mir. Logischerweise. Schon, ne? Wenn wir jetzt beide noch ein bisschen Gas geben und gute Runden fahren, das wäre ganz geil. Ja. Da bin ich dabei. Wenn wir jetzt noch ein bisschen absetzen und dann keinen Unfall bauen hier mit den Banden. Wow, jetzt habe ich ein bisschen spät gebremst. Zu weit innen gefahren, das war nicht so geil. Ein bisschen konzentrieren hier wieder, Leute. Wow, ich habe einen Unfall. Hi. Scheiße. Ist dann. Ja, ja. Ist dir was ja, ja. Ja. Aufpassen mit den Banden, das hätten wir dann schon mal geklärt. Ist die Frage, du könntest theoretisch auf Gelb wechseln und dann safe durchfahren. Rot, weiß ich nicht, ob man damit jetzt schon durchfahren kann. Muss mal gucken, wann dein normales Boxenstopp-Fenster. Ja, ich wechsle auf Gelb. Ich wechsle auf Gelb. Mach ich. Okay. Hätten wir das schon mal geklärt, das war ja richtig geil. Ich kann echt sau schlecht lenken. Also Hamilton kann ich dadurch ein bisschen aufhalten, Bottas ist schon vorbei. Tja Leute, da habt das gesehen, beide können hier die Unfälle bauen. Ja, das ist halt, es ist halt krass, es ist echt krass. Ich bin echt, ich weiß nicht, ob ich damit durchfahren kann, wahrscheinlich nicht. Wenn doch, ich mit Gelb kann kannst du safe. Durchfahren. Würde ich schon sagen, auf der Strecke schon, ja. Strecke ist so reifenschonend. Weiß ich nicht. Das weißt du eher. Okay, Gelb. Gelb, Leute. Darf kein Unfall mehr bauen. Bleib bitte Erster. Bleib bitte einfach nur Erster. Dann passt alles. Habe ich vor, ja. Ich meine, wenn du durchfahren kannst und keinen Unfall selber baust und ich auch nicht, kannst du mich auch theoretisch wieder überholen. Und hier ist einfach mal sagen. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Weil Gelb ist langsamer. Aber ich meine, du bist ja auch generell erstmal auch eine Sekunde schneller als ich normal. Also. Mal gucken. Aber mein Ziel ist natürlich auf jeden Fall an dich ranzukommen. Auch wenn ich Zweiter bin, das ist tipptopp. Das ist Zweiter tipptopp. Wie viel da bist du jetzt? Letzter. Okay. Ja, mit Frontflügel wechseln und so, das dauert schon. Ja. Das hatte ich beim letzten Mal dreimal ohne mein Frontflügel gewechselt. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder anfange wie der typische Maigon hier richtig reinhasselt beim Überholen. Ja, das ist halt echt ohne Witz. Das ist halt so das Problem. Das ist aber auch richtig typisch Mike einfach. Ich mache das so gerne, dass ich jetzt einfach reinböller. Guck mal. Oh, also wenn ich theoretisch, alternative Strategie. Wenn ich theoretisch echt durchfahren würde, hätte ich überhaupt kein Problem. Weil wenn ihr alle nochmal in die Boxen müsst, dann gut, habe ich halt ein bisschen länger an der Box gebraucht, aber die Zeit kann ich rausfahren. Wenn ich nochmal in die Box muss, dann wird es natürlich... Was aktuelle anderes. Behalten. Wenn ich nochmal in die Box, das wird natürlich dann kritisch. Die Box dauert auch lang, weil es so eine... Du musst halt lange fahren in der Box, ne? Ja. Aber das ist nur entscheidend, wenn man mehrere Male an die Box muss. Ja, ja, klar. Ansonsten, wenn, weil ich denke mal, jeder, auch die NPCs, werden alle nur einmal in die Box gehen. Ja, denke ich auch. Könnte natürlich noch der Fall kommen, Safety Car. Das kann hatten wir auch schon passieren. Einmal. Hätte ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch nicht. Weil, eigentlich schaffen wir das auch so. Das hält uns nur ein bisschen auf, denke ich. Halt zum Benzin sparen, Reifen sparen immer mal ganz gut. Ansonsten, wenn jetzt ein Safety Car rauskommen würde, würde ich direkt an die Box gehen und würde damit. Würde zwar eigentlich auch eher verlieren, weil ich habe halt einen guten Abstand auf Platz 2, aber ansonsten. Wie viel hast du? Stopp. Weiß ich nicht, wird mir gerade nicht angezeigt, aber. Okay, ja, egal. 7 Sekunden. 7, okay. Ich
sehe hier richtig viele, aber ich mach's langsam, Leute. Also. War gerade auch nicht krass oder so. Alle, die jetzt bei mir zugucken, nicht wundern, ich mach's wirklich langsam. Ich will nicht so hart reinhasseln und dann verkacken. Eher sicher da überholen hier. Mit den Banden kann es halt auch schnell aus sein. Da ist mal schnell der Reifen weg und alles kaputt und Tschüssikowski. Keine Punkte. Das wäre nicht geil. Nee, das wäre echt nicht geil. Aber den will ich jetzt hier haben in der Kurve eigentlich. Ne, er fährt mir weg. Mercedes wieder auf Platz 2 und 3. Das ist natürlich echt scheiße. Und Red Bull dadurch auch mal wieder einen Platz nach vorne gerückt. Wahrscheinlich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwie in Force India oder was weiß ich da die sind aber auch nicht schlecht dabei. Hack-Mack macht. Die sind auch nicht schlecht dabei hier in der Karriere bisher. Ja. Force India macht auch gute Sachen. Boah, ich hab den gerade richtig am Arsch geklebt. Und der geht in die Kurve richtig rein, aber ich will ihn jetzt. Jetzt will ich ihn. Und jetzt habe ich ihn. Jawohl. Da sind mir die Pedale gerade auch ein bisschen weggerutscht. Wir kommen gerade ungefähr so pro Runde eine Sekunde Abstand. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Wenn du wirklich Erster bleiben würdest, das wäre ultra geil. Wie viele Punkte bekommt man als Erster nochmal? 25. Zweiter? 20. Oder? Bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, wie viele man als Zweiter bekommt. Ich glaube als Dritter 18. Ja, 20. Aber als Zweiter 22, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es ist. Ja, okay, das. Aber das, ich will's hinkriegen. Komm hier, Ferrari, zieh. Du hast so ein schnelles Auto hier. Jetzt hier in die Enge hier rein. Leute, drückt fest die Daumen, dass hier was wird im Rennen. Was war das jetzt? Ja, wie gesagt, kann man sich jetzt wieder aus beiden Perspektiven richtig, richtig gut angucken. Weil hier ist natürlich jetzt wieder bei dir, ist es halt wichtig, dass du bleibst, Erster bleibst. Bei mir natürlich, dass ich jetzt aufhole. Also wieder beides richtig interessant, wenn man es beides gleichzeitig sehen würde. Richtig nice. Also Leute, kann ich nur empfehlen. Boah, der ist gerade direkt neben mir, die ganze Zeit schon. Ich kann ihn nicht überholen in den Kurven. Aber jetzt auf der Geraden. Jetzt ziehe ich dir davon. Aber ein bisschen die Bande mitgenommen, kein Problem. Okay, dich habe ich jetzt schon mal. Da vorne sind schon die Nächsten. Ah, das ist so, das erfordert echt viel Konzentration. Oh ja. Und das hier echt lange zu spielen, wenn wir hier drei Rennen machen, insgesamt. Ah, verbremst. Ja, solange du nicht raus bist, überhaupt kein Problem. Nee. Verbremst, das passiert mal. 10 Sekunden habe ich auf Bottas. Okay, das hört sich gut an. Boah, hier ist richtig Struggle. Aber wir sind direkt alle hintereinander. Drei Stück, zwei Stück. Gleich an die Box. Runde 10. Okay, in zwei Runden gehe ich an die Box. Du bist dann Runde 10 gehst, okay, ja. Ja. Okay. So, jetzt auf der Geraden. Ja, das wird schon hart mit Dealer. Der Geraden mit DRS. Komm. Aber jetzt zieh er nach innen. Jetzt nimmt er mir den Platz. Jetzt der andere überholt ihn auch. Wir überholen den gerade zu zweit. Es ist bei mir irgendwie immer vorne links. Ist so richtig krass bei mir kaputt. Nein, er hat mich rausgekickt, aber ich fahre noch auf jeden Fall. Aber er hat mir dadurch jetzt natürlich einen Platz genommen. Boah, hier ist gerade richtig. Wie fitter bist du? Hier ist so viel los, ich weiß es gerade noch nicht. Hier sind alle nebeneinander. Wir sind gerade zu dritt in einer Linie gewesen. Alter, ich sehe es. Ey, der kickt mich! Junge, der ist einfach rechts rübergezogen und hat mir meinen Frontflügel gekickt. What the fuck? Also ist nichts passiert, aber er ist halt voll vorne gegen meinen Frontflügel gefahren. Voll mit Absicht, so hat es ausgeschaut. Ey, das hättet ihr jetzt sehen müssen, Leute, oder wer es noch nicht gesehen hat. Drei nebeneinander auf einer Bahn.